Olli, du bist jung, du bist attraktiv. Davon stimmt ja gar nicht. Doch. Du bist das. Und ich weiß auch nicht, warum wir dir bei der Partnersuche helfen sollen, aber wir tun das mal. Wir suchen heute dein Herzblatt. Deswegen würde ich vorschlagen, du setzt schon mal die Kopfhörer auf und drehst dich mit dem Rücken zu uns auf den Hocker. Mhm. Und ihr kommt gleich mit auch auf die Hocker. Verteilt euch in der Reihenfolge Barbara, Mirja und Tietje. Setzt euch einfach dazu. Der Welke ist jetzt nicht mehr bei uns. Und ich gebe euch schön eure kleinen Herzblattrollen. Hinten. Und zwar Barbara. Herzlichen Glückwunsch, Tietje. Danke, das wird toll. Warte. Stimmt. Pass auf, ihr seid Ollis Herzblätter, und zwar Barbara, du änderst deine Meinung sekündlich, ne, je nachdem, was die anderen sagen. Also mit anderen Worten, du bist die größte Schleimerin der Welt, sozusagen das Chamäleon unter den Herzblattkandidatinnen. Okay. Mirja, auch eine Traumrolle, du bist eine Mathelehrerin und gibst gerade eine Stunde vor einer 50-köpfigen Grundschulklasse. Das bedeutet natürlich, du bist nervlich komplett am Ende. Ja. Und deine Schüler sitzen ja hier. Und du, lieber Tietje, du bist Roberto Blanco, der sich eigentlich entschieden hat, eine Geschlechtsumwandlung vorzunehmen. Aber jetzt bist du dir doch nicht mehr so sicher, ob du wirklich Roberta Blanco werden möchtest. Also es kann natürlich auch am Kandidaten liegen. Wir wollen da mal schauen. Also ich befreie Olli mal. Der dicke Onkel ist da. Hallöchen. Wir haben drei Prachtexemplare für dich und dein Herzblatt. Sind wir mal gespannt, wen du mitnimmst in den Hubschrauber. Ja. Also, viel Spaß. Wer könnte dein Herzblatt sein? Es ist wie immer schwer. Mal gut. Kandidatin Nummer 1. Wir haben ein Blind Date. Wir kennen uns noch nicht. Was ziehst du an, um mich von Anfang an zu beeindrucken? Also darf ich erstmal, bevor ich antworte, einmal ganz kurz was sagen. Du hast eine super angenehme Stimme. Das klingt echt so warm und bist du aus München? Um Gottes Willen, nein, nein. Nee, habe ich mir gleich gedacht. Also, was ziehe ich an? Ich liebe Rot. Du auch? Geht so. Blau. Ich ziehe Blau an und dekoltiert. Mhm. Oder hochgeschlossen. Je nachdem, wie du es magst. Und ja, dann freue ich mich einfach. Okay, eine rückgratlose Schleimerin, so habe ich es gern. Kandidatin. Kandidatin Nummer 2. Ja. Was ziehst du an, um mich gleich beim ersten Treffen in deinen Bann zu schlagen? Kleidung ist ja nicht so ausschlaggebend. Habe ich jetzt ja auch schon dreimal erklärt. Geht ja um ganz andere Dinge. Wann war das? Und wenn ich jetzt eine Hose anhabe, ein T-Shirt und ein Pullover drüber, wie viele Teile sind das dann? Wie viele? Wie viel sind das denn? Moment. Hose, noch was, noch was. Zwei im Sinn? Ja, egal. Drei! Ja, endlich, ja. Okay. Mein Gott. Auch sehr sexy. Super Hose, super Pulli, super Jacke. Ja, ich finde es ja nicht so gut. Ich auch nicht. Dann muss ich jetzt wohl den Toni Marshall was fragen. Womit, mit welchem Kostüm, mit welcher Kleidung beeindruckst du mich beim ersten Date? Viel Kleidung, so viel ist klar. Naja, die Kleidung ist... Die Kleidung. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, was für Konsequenzen das haben könnte. Naja, ich könnte als Frau verkleidet, je nachdem, aber auch als Mann, je nachdem, was dir lieber ist. Scheiße. Je nachdem, was dir lieber ist. Was es auch ist, es macht mir Angst. Gut. Kandidatin Nummer 1. Meine Mutter ist schwer krank und liegt im Krankenhaus. Wir besuchen sie gemeinsam. Was tust du, um sie ein bisschen aufzuheitern? Oh, was sie will. Ich mache einfach, was sie will. Und danach mache ich, was dein Papa will. Und dann mache ich, was du willst. Dann mache ich, was deine Tante will. Und dann mache ich, was deine Oma will. Schön.
Kandidatin Nummer 2. Bei dir die gleiche Frage. Wir besuchen meine schwerkranke Mutter im Krankenhaus. Sie hat Depressionen. Was tust du, um sie ein bisschen aufzuheitern? Herrschaft, für mich ist auch sechste Stunde. Da möchte ich nicht auch noch ins Krankenhaus fahren müssen. Wie lange liegt die denn da? 2-3 Tage. Und wie lange noch? Nicht mehr lange. Wie viel ist das? Die Frage ist ja erstmal, warum ist deine Mama krank geworden, weißt du? Weil das eben schon mit der Hose, Pullover, Hemd, wie viel ist das? Warum die krank geworden ist? Ja, siehste. Die ist hingefallen, Oberschenkel, Hals, das passiert in dem Alter schon mal. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass sie hingefallen ist, weil ich meine, echt mit so einem netten Sohn wie du bist und so, echt, da muss es einem doch eigentlich super gehen. Schon recht, schon recht. Gut, Kandidat-in Nummer 3. Was machst du im Krankenhaus, um meine arme, kranke Mutter ein bisschen aufzuheitern? Ach, vielleicht ein schöner Besuch auf der Wiesn. Auf der Wiesn. Oder man kann ja ein bisschen Stimmung machen. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt Sonnenschein. Da bin ich ganz flexibel, aber ja, je nachdem. Also, super Lied. Mir hat's auch gefallen. Wir können es auch 2 Oktaven höher machen. Find ich obwohl, auch das toll. Ist vielleicht doch keine tolle Idee. Ja. Die Betöne wären denn 2 Oktaven höher. Ich mir bin so scheißegal. Gespannt auf deine nächste Frage. Ich bin auch schon ganz gespannt. Ich finde, du kannst so tolle Fragen stellen. Echt. Muss man nachher durchwischen hier bei der Schleimerei. Gut, letzte Frage an Kandidatin 1. Wir sind jetzt 1 Jahr zusammen. Stell dir das vor, wir haben Jubiläum. Was schenke ich dir zu unserem Einjährigen? Taschentücher. Warum Taschentücher? Zum Aufwischen. Von dem Schleim? Ja. Okay. Gut gelaunte Kandidatin 2. Was schenke ich dir zum Einjährigen? Gut, wie viele Tage hat ein Jahr? Wie viel? 365. Richtig. Siehst du, dass die Mama doch mal wieder zufrieden. Ach, du bist meine Mutter. Oh Gott. Ich schenke dir so einen Schieber. Mhm. Damit es besser klappt. Ich will jetzt auch nicht alles 10-mal sagen müssen. Was ich dir schenke. Was ich dir schenken würde. Und auch ein Schieber. Den kannst du dann schieben. Okay. Kandidat. Ich kann es nicht mehr weiter erklären. Wie soll ich es noch erklären? Lass mal, ist schon ja. Gut. Ich habe eine Vorstellung. Kandidat 3. Ich schicke mal meine bekloppte Tochter zu dir. Ja, was schenke ich dir zum Einjährigen, falls wir es ein Jahr ausgehalten hätten, was jetzt sehr konstruiert ist, zugegeben. Aber was würde ich dir schenken? Ja, ich weiß ja nicht, worauf du stehst. Eher Männer oder eher Frauen. Also vielleicht schon mehr Richtung Frau. Ich finde beides super. Dann ja, ist klar. Ja, ist klar. Ja. Also du stehst eher auf Frauen? Tendenziell doch deutlich auf Frauen, ja. Okay, dann ziehe ich das jetzt durch einfach. Dann mache ich das jetzt. Okay. Dann schenk mir, ich wüsste was. Ein paar nagelneue Titten, habe ich das richtig verstanden? Okay. Naja. Oh. Himmel. Ja. Sowas zahlt ja heute alles die Kasse. Dann würde ich mal da gleich anfangen wollen zu lösen. Du bist, wie ich, nicht etwa, wie ich von der Frisur her dachte, Toni Marshall, sondern du bist Roberto Blanco, der eine Geschlechtsumwandlung machen will. Du hast das vor. Und zwar muss man sagen, nur für dich, weil er hat sich gerade erst entschieden. Okay. Und er würde sich in jedem Fall verbessern, das ist die schlechte Nachricht. Gut, dann möchte ich... Nein, du kannst alles fragen. Gut, dann würde ich du mal versuchen... Ja, das ist auch noch, finde ich, relativ einfach. Du bist für mich die opportunistische Frau der Welt. Du bist eine ja, wie ich schon sagte, eine rückgratlose Schleimer. Und du sagst zu allem Ja und Amen, du findest alles geil. Du bist eine Opportunistin. Hey, du siehst ja echt noch besser aus, als deine Stimme sich anhört. Danke. Ciao. Okay, tschüss. Ja. Und du bist einfach eine sehr, 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 sehr schlecht gelaunte Lehrerin. Da ist noch irgendein Dreh, den ich wahrscheinlich rauskriegen soll. Mathe natürlich. Yay!